Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Trek Elite Force 2. Ja, wir haben den guten alten Gonzales hier getroffen, der auf der Station war und wohl zur Dallas Crew gehörte. Gut. Ja, wo müssen wir lang? Hier irgendwie? Nee. Hier? Nö. Ach da, ja, nehmen wir die, wo es grün ist. Nee, du gibst mir Deckung. Das wäre doch viel cooler. Na? Geht doch. Erst. Chefingenieure, ich bin eingeschlossen. Okay, das kriegen wir hin. Wir müssen eine andere Energiequelle finden, die diese Tür öffnet. Dann gehen wir mal hier hoch. Komme ich da mit einem Sprung rüber? Ich weiß nicht, ist hier irgendwo... Das sieht doch so aus, als wäre es dafür gemacht. Aua, aua, aua. Naja, gut. Passiert. Ah, Minispiel, hä? Ja, war ja klar. So kann man natürlich auch Zeit rumbringen. Ah ja. Okay, dann machen wir das doch mal... Wie macht man das jetzt am dümmsten? Also, ich muss darüber. Schauen wir doch mal. Hey, warte mal, wir machen es so rum. So. Das kapseln wir auch mal ab. So. Dann erstmal weg hier. Ups. Ich war das nicht. Das, Ach, verdammt. Ich den übersehen. Okay. Dann so rum. Na. Also, den noch abschneiden. Ja, sollte jetzt klappen. Hä? Also, sag mal. So. So. Wenn ich da hochgehe. Den. Okay, dann haben wir das. So. So. Es geht doch dann hier durch eigentlich. Ach ja, weil das hat das mit Energie versorgt und dann... Jetzt habe ich den Fehler gefunden. Okay. Okay. Geronimo! Au! Dumme Idee. Naja, passiert. Wenn Sie zum Hauptenergiekern gelangen, können Sie das Verteidigungsgitter wieder aktivieren? Ja, aber ich brauche jemanden, der den Energiefluss von hier aus reguliert. Ich übernehme das. Gut, bleiben Sie hier, während ich Wortschaft zum Kern bringe. Der Hauptenergiekern ist unter uns. Wir müssen den Lift nach unten nehmen. Los, ich gebe Ihnen Deckung, während Sie die Energie... Das klingt ja fast wie ein französischer Akzent. Ich meine, ich könnte mich ja auch irren. Wäre nicht das erste Mal. Ja, wieder Beschützermission. Noch nicht so weit vor, Mädel. Das ist voll unklug. Ah, auf
Das reißt es. Ich laufe zu den Generatoren. Alle drei müssen eingeschaltet werden. Sonst alle drei müssen eingeschaltet werden. Okay, dann mach einfach. Quatsch nicht so viel. Na komm. Na, wie lange brauchst du? Okay, dann machen wir hin. Boah. Okay, dann mach den letzten jetzt bitte auch fertig. Jetzt. Wow. Ja. Das war eng. Gonzales, die Energie. Energie eingeschaltet. Hab das gesehen, nur noch 5% Lebensenergie Schau, gehabt und gerade noch die Waffensysteme. Energie ist jetzt wieder da, Monroe. Zur Lebenskonsole. Das Gitter hat die restlichen Eindringlinge neutralisiert. Die Atrexianische Raumstation ist in Sicherheit. Ich schicke ein Außenteam zum Aufräumen. Gut gemacht, Lieutenant. Danke, Sir. Einer zum Beamen. Captain Picard, können Sie auch gleich ein Außenteam zum Aufräumen zu mir in die Wohnung schicken? Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Wobei es geht. Lieutenant Monroe, bitte kommen Sie zur Krankenstation. Alles gleich, ein Bärchen. Ich habe immer das Bedürfnis, wie ich es in der letzten Folge schon meinte, mit Left Shift zu rennen. Oh, bei denen ist der Standardrennen schon aktiviert. Seit wir Rideshift verlassen haben, fühle ich mich nicht mehr. Armory, Sickbay. Dank dem Hazard-Team konnten wir viele Körper der Fremden bergen. Der Doktor hat ihre biologische Zusammensetzung studiert. Doktor, wie kann ein komplett organisches Wesen ein persönliches Antriebssystem haben? Das ist genetische Manipulation in bisher unbekanntem Ausmaß. Der Rückenpanzer ist versiegelt und schützt vor dem Raumvakuum. Die persönlichen Impulsantriebe generieren genug Hitze für ihre Muskel- und Organsysteme. Wie steht es um die Intelligenz? Schwer zu sagen. Sie haben größere Bereiche von Nervengewebe im exoskeletalen Schädel, aber diese sind nicht in Strukturen geordnet, die wir als höher entwickeltes Gehirn bezeichnen würden. Faszinierend. Lieutenant, konnten Sie in Ihrem Verhalten auf Intelligenz Rückschlüsse ziehen? Schwer zu sagen, Sir. Sie konnten in Gruppen agieren und angreifen, aber sie schienen nicht miteinander zu kommunizieren oder geplant vorzugehen. Zum Großteil waren sie durch ihren Instinkt gesteuert. Das spreche gegen eine selbststeuernde Intelligenz. Ich fand auch das hier, ein nicht-organisches Gerät in einem kleineren Nervengewebe unterhalb der Schädelregion. Welche Funktion hat es? Unbekannt. Die Technologie ist zu fremdartig für eine einfache Analyse. Wir arbeiten momentan daran. Lieutenant, erforschen Sie das atrexianische Volk. Wir müssen wissen, wer Ihre Feinde sind. Ja, Sir.
Ich möchte, dass Sie neue Taktiken zur Bekämpfung dieser Kreaturen entwickeln. Ja, Sir. Obwohl unser taktischer Bereich ohne Franklin geschwächt ist. Das ist ein schwerer Verlust. Ich werde mich mit Tuvok über einen entsprechenden Ersatz beraten. Ich würde Fenrich Murphy und Gonzales empfehlen. Sie sind beide vorübergehend auf der Enterprise. In Ordnung. Ich teile Sie beide für das Hazard-Team ein. Danke, Sir. Lieutenant, das war professionell. Ein guter Mann ist gestorben. Aber dank Ihres schnellen Handelns leben viele. Danke, Sir. Lach doch bei der Aussage nicht so sehr. Also ich meine dein Lachen in der Tonlage gehört zu haben. Okay, das haben wir alles aufgeladen. Sieht gut aus. Ah. Na, gibt's was? Kann ich Ihnen helfen? Ja. Ich, wie wär's mit ein paar BTM? Nein? Okay. Ich wollte die auch wirklich nur verkaufen. So. Nachforschung. Deck 11, Bibliothek. So, dann wollen wir mal. Hi, Monroe. Telsia, schön, dass Sie wieder da sind. Hab's überstanden und im Musterpuffer keinen bleibenden Schaden erlitten. Sie hatten großes Glück, das war gefährlich. Ich bin bereit für meinen Dienst. Gut, denn ich möchte Sie und Gonzales im Hazard-Team haben. Ich bin froh, Gonzales im Team zu sehen. Er ist ein erfahrener Kampftaktiker. Fast so erfahren wie Sie. Ich brauche Ihre Erfahrung, um diese Wesen zu erkunden. Ist das alles, was Sie brauchen? Wir können natürlich eiskalt sagen, ja, das ist alles, aber nein. Ein wenig Hilfe bei der Erforschung der Atrixianer wäre ebenfalls gut. Okay, ab zur Schulbank. Keine üblichen Verdächtigen. Die Atrixianer scheinen nicht viele Feinde gehabt zu haben. Ziemlich gut für ein expandierendes Mini-Imperium mit über 20 Kolonieplaneten. Besonders für ein Mini-Imperium so nah an der neutralen Zone. Sie hatten das Glück, nicht in Systeme vorgestoßen zu sein, die von anderen Rassen beansprucht wurden. Und waren clever genug, sich von den Romulanern fernzuhalten. Es gibt einige Unruhen auf atrixianischen Planeten, die von anderen Rassen bevölkert sind. Das gleiche passiert bei vielen Sternenimperien. Laufende Probleme mit Schmugglern. Genau wie die Föderation. Die Atrixianer sind ein Kandidat für die Föderation. Wenn sie sich anschließen, kann die Sternenflotte einige sehr günstige Stützpunkte nahe der neutralen Zone einrichten. Hätten die Romulaner da nicht Grund, sie anzugreifen? Womit? Mit ihrer privaten Armee semi-intelligenter, exoskeletaler Wesen? Dann sind wir somit gerade mit der ersten Welle einer extradimensionalen Invasion konfrontiert. Okay. Das gereicht? Ja. Nun gut. Lieutenant Monroe, melden Sie sich bitte im Besprechungsraum des Hazard-Teams. Bin unterwegs. Alles Lächeln. Dann machen wir das und fahren den Aufzug. Ach, kennt ihr da dieses Schweigen im Aufzug? Im Aufzug wird immer zwangshaft geschwiegen. Oder fällt euch da immer was ein, irgendwie so, hey, Servus und Video. Wir haben die Spuren der Wesen zum fünften Planeten zurückverfolgt. Das Hazard-Team reist nach Vajok Epsilon 5. Ein nicht kolonisierter Klasse-M-Planet im atrixianischen Raum. Sensoren haben Spuren der Antriebssignatur der Impulsantriebe dieser Wesen entdeckt. Sie haben die atrixianische Raumstation vom fünften Planeten aus angegriffen. Aber wie sind Sie zum fünften Planeten gelangt? Genau das sollen Sie beantworten. Ist er bewohnt? Wir haben ein Shuttle und multiple Lebensformen entdeckt, aber nicht die Wesen von der Dallas. Es gibt jedoch einen Bereich, den unsere Sensoren nicht durchdringen können. Das Ende der Antriebsspur führt genau in diesen Bereich. Ansonsten sieht der Planet aus, als sei er unberührt von intelligenten Wesen. Erkunden Sie die Lage und erstatten Sie Bericht. Ja, Sir. Antworten sind dort unten auf dem Planeten zu finden. Corbin, Telsia und Shell, Sie kommen mit. Hört ihr's? Da war die Abmischung zwischen der deutschen und englischen Tonspur nicht so gut gewesen. Ach,
Die Enterprise. Seltsames Shuttle-Design. Ein normaler Antrieb, aber der Stil ist nicht in der Registrierung. Ich orte Lebensformen vor uns. Die Eindringlinge. Nein. Wir schauen, ob wir sie finden können. Da ist jemand aber deprimiert. Helligkeit. So gestellt. Schauen wir uns das doch mal kurz an. Okay, bringt nichts. Nun denn, wollen wir mal... Aha. Dann nehmen wir halt das hier. Ja, die Enterprise ist ein schönes Schiff, aber die Enterprise E... Ja, Sovereign-Klasse war nicht immer so mein Fall. Also ich bin da eher der Fan der Galaxy-Klasse, also die man noch aus der Next-Generation-Serie kennt. Wir sind von der Föderation. Was tun Sie hier? Wir untersuchen einen Angriff auf die Raumstation. Wir haben nichts von Angriffen gehört. Sind wir in Gefahr? Wir haben diese Wesen ausgeschaltet. Sie sollten jetzt sicher sein. Gut. Die Eindringlinge kamen von diesem Planeten. Wissen Sie etwas darüber? Wir haben keine Eindringlinge gesehen. Warum sind Sie hier? Wir erforschen die Ruinen. Unsere Vermutung ist, dass dieser Planet vor 3000 Jahren ein Außenposten der Idril war. Wo sind diese Ruinen? Weiter vorne. Wir haben den Kontakt zu unseren drei Archäologen verloren und einen Suchtrupp losgeschickt. Doch auch den erreichen wir nicht mehr. Wir haben nicht einmal mehr Waffen. Wir schauen, ob wir sie finden können. Seien Sie vorsichtig. In den Außenregionen dieser Ruinen lauert die Brut des Teufels. Ach so. Na dann. Die Umweltbedingungen erschweren den Einsatz unserer Instrumente. Ich weiß ja nicht, was dieser Musikeinspieler sollte. Ja, nett hier. Oh, was bist denn du? Sehr gut, Monroe. Teile dieser Struktur sind äußerst instabil. Es überrascht mich, dass das Ding überhaupt noch steht. Ich habe den Haupteingang gefunden, nicht? Also ich werde mal die Musik ein bisschen leiser machen, Leute. Sorry. Aber... ein bisschen krass. Klasse. Der Schließmechanismus befindet sich auf der anderen Seite. Der Suchtrupp wollte wohl alle anderen aussperren. Oder etwas einsperren. Das kann man auch so sehen, ja. Okay. Ich denke mal, wir müssen mal hier. Hopp. 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 Na, hüpf jetzt. Nicht runterfallen. Okay, das gefällt mir nicht. Insekten. Nun gut. Da muss mal jemand mit Flinkkleber ran. Okay. Brauchen bestimmt irgendeine Tafel. Ist doch eine, nimm mal die. Okay. Dann schauen wir doch mal. Irgendwo muss es doch sein, aber der Pfeil zeigt uns ja den Weg. Okay, komm ich da jetzt rüber? Was? Wieso? Maus? Was ist los? Ach so! Ah, Mist! Ich bin aus Versehen auf die Steuerungstaste gekommen und daher. Gut zu wissen. Also, aufpassen, Scotty. Nicht auf die Steuerungstaste kommen. Das macht böse Aua, wenn ich zu nah dran stehe.
bleibst du. Also. Na komm. Ja, war's das? War's das schon, ja? Aha. Ihr Lappen. Minispiel. Frequenz passt eigentlich. Warte mal, andersrum. Ah, geht doch. Energie wiederhergestellt. Okay. Dann holen wir doch mal unser Team dazu. Irgendwie schön ist es schon hier. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Sag mal. Was können die denn alles einstecken hier? Wow. Ist das etwa alles, was sie zu bieten haben? Das bezweifle ich. Ich glaube, die wollen uns auf die Probe stellen. Die Probe durften wir bestanden haben. Heißt das, jetzt lassen sie uns in Ruhe? Still jetzt. Bleiben Sie wachsam. Was für eine Probe? Urinprobe? Stuhlprobe? Naja, ist egal. Sesam, öffne dir dich. Ach ja. Ach ja. Okay, kann man machen. Sie scheinen ihre Strategie seit dem letzten Angriff geändert zu haben. Sie sind intelligenter, als sie aussehen. Jell, das trifft auch irgendwie auf dich zu. Meine ich nicht böse. Nur ganz kameradschaftlich. Okay. Aber ich würde sagen, doch. Die Zeit ist wieder gekommen und wir machen in der nächsten Folge weiter, wenn es heißt, wir erforschen die Atrixianer und geben allen, die uns dabei behindern wollen, eins mit der großen Kelle. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da oder ein Like, aber Hauptsache ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.